Die Skelettformel, das hat jetzt weniger was mit Halloween oder einer Geisterwelt zu tun, sondern vielmehr mit der Darstellung organischer Verbindungen. Wir lüften das Geheimnis in 3, 2, 1 und los geht's! In den Naturwissenschaften wird sehr häufig die Skelettformel genutzt, um organische Verbindungen übersichtlicher, einfacher und schneller darzustellen. Die Skelettformel wird auch Gerüstformel genannt. Aber warum? Früher, um es mal so auszudrücken, wurden die Strukturformeln immer ausführlich mit den Elementsymbolen dargestellt. Diese Darstellungsweise heißt Valenzstrichformel, hier siehst du mal ein Beispiel dazu. Jetzt, bei der Skelettformel, werden die Elementsymbole für die Kohlenstoffatome C und die Wasserstoffatome H nicht mehr gezeichnet, sondern durch das Zeichnen der Bindungen zwischen den Kohlenstoffatomen symbolisiert. Dabei stellt jede Ecke ein Kohlenstoffatom dar. Dafür musst du aber natürlich wissen, wie viele Wasserstoffatome du hast. Die Anzahl dieser Wasserstoffatome können wir berechnen, indem wir die Anzahl der Bindungen eines Kohlenstoffatoms zählen und anschließend auf 4 Bindungen auffüllen. Hat ein Kohlenstoffatom zum Beispiel 2 Bindungen, so müssen wir uns hier 2 Wasserstoffatome vorstellen, damit das Kohlenstoffatom 4 Bindungen ausbildet. Hat ein Kohlenstoffatom nur eine Bindung, dann sind entsprechend 3 Wasserstoffatome gebunden. Die anderen Atome werden wie gewohnt mit ihren Elementsymbolen gezeichnet. Auch die Wasserstoffatome von funktionellen Gruppen werden mit eingezeichnet. Jetzt weißt du also auch, was sich hinter der Skelettstruktur versteckt und warum diese Formeln wie Skelette aussehen. Und du möchtest jetzt reagieren? Dann check dieses Video zu Reaktionen in der Chemie ab und klick in unsere Playlist. Für mehr Videos abonniere uns und bis bald. Ciao!